Bitcoin wieder zurück über der Marke von 70.000 Dollar und Bitcoin und die Nvidia-Aktie waren ja die beiden Top-Performer in den letzten Jahren schlechthin. Und warum ich der Meinung bin, dass man beide Assets halten oder haben sollte und welche Gründe es für weiter steigende Kurse gibt bei beiden Assets, genau darüber sprechen wir gleich im aktuellen Video. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Gitreport. Bei uns geht es um die Themen Bitcoin & Co. einfach erklärt. Ja, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, also beide Assets haben in den letzten Jahren unglaublich stark performt, unglaublich stark zulegen können. Egal, ob man jetzt den 1-Jahres-, 5-Jahres- oder 10-Jahres-Chart ansieht, es ging immer nur nach oben. Allein im letzten Jahr für den Bitcoin zum Beispiel jetzt um über 138% bei Nvidia, bei der Nvidia-Aktie sogar um 214%. Auf 5-Jahres-Sicht sind es aktuell bei Nvidia über 1700% Kursgewinn. Bitcoin nur in Anführungszeichen über 1200% zugelegt und auf 10-Jahres-Sicht ist die Performance noch beeindruckender. Auch hier liegt die Nvidia-Aktie vorne mit über 19.000% Kursgewinn. Bitcoin mit über 15.500% Kursgewinn ebenfalls gut dabei. Also ihr seht schon, beide Assets waren die Top-Performer in den letzten Jahren. Jetzt werden viele sagen, ja, das ist ja gar nicht wirklich vergleichbar. Das eine ist ja eine Kryptowährung, das andere ist eine Aktie. Ja, das stimmt, das ist richtig. Also Bitcoin ist aber nicht nur digitales Gold, sondern in erster Linie auch ein Netzwerk, ein Protokoll. Und auf der anderen Seite haben wir eine Aktie, also ein Unternehmen, das reale Erträge erwirtschaftet. Doch beide haben eines gemeinsam, denn beide sind disruptive Technologien. Warum? Das erkläre ich euch gleich noch. Zunächst ein kurzer Blick auf die aktuelle Situation beim Bitcoin. Zuletzt gab es einige makroökonomische Daten, die sowohl den Bitcoin als auch die Nvidia-Aktie belastet haben, nämlich die US-Inflationsdaten. Und zwar ist es so, dass im Monat März die US-Verbraucherpreise um 0,4% wieder gestiegen sind. Insgesamt haben wir aktuell eine Jahresinflation von etwa 3,5% in den USA. Und das ist deutlich mehr, als sich das die US-Notenbank vorstellt bzw. wünscht. Die US-Notenbank möchte ja die Inflation dauerhaft auf 2% und darunter drücken. Und das scheint im Moment nicht wirklich zu gelingen. Und daher schwindet die Hoffnung, dass wir eine schnelle US-Zinssenkung sehen werden. Die Hoffnung war ja, dass die Notenbank in diesem Jahr in den USA die Zinsen dreimal senken wird, angefangen im Juni. Das scheint aber jetzt eher unwahrscheinlicher zu werden nach den aktuellen Daten. Und momentan preist der Markt eher nur noch 2 Zinssenkungen ein. Und das hat, wie gesagt, zuletzt den sowohl traditionellen Finanzmarkt als auch den Kryptomarkt belastet. Beim Bitcoin gibt es allerdings die Hoffnung, dass diese Bitcoin-ETFs wieder an Fahrt aufnehmen. In der letzten Woche hat sich ja der ganze Hype wieder beruhigt. Ich blende mal die Grafik dazu ein. Also die Kapitalzuflüsse sind deutlich zurückgegangen. Wir haben teilweise Kapitalabflüsse gesehen. Aber gestern hat sich das Bild wieder gewandelt. Wir haben wieder Kapitalnettozuflüsse von über 123 Millionen Dollar beim Bitcoin bzw. bei diesen Bitcoin-ETFs gesehen. Auf der anderen Seite sind diese Kapitalabflüsse bei diesem Grayscale Bitcoin Trust weiter abgeebbt, auf 18 Millionen Dollar gefallen und damit auf ein Rekordtief gefallen. Und das sorgt natürlich für positive Stimmung. Dazu kommt, dass möglicherweise bald frisches Kapital aus Hongkong, China kommen könnte, denn die Regulierungsbehörden in Hongkong wollen laut einem Reuters-Bericht schon womöglich in der nächsten Woche grünes Licht für diese Bitcoin-ETFs geben und dadurch könnte natürlich mehr Kapital in den Markt kommen und das ist so momentan das Thema, das im Moment den Bitcoin-Kurs beflügelt und wie es mit dem Bitcoin-Chart aktuell aussieht, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Bitcoin-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Bitstamp und heute ist der 11. April am Donnerstag Vormittag und wir können den Bitcoin-Kurs knapp unter der Marke von 71.000 Dollar, nämlich bei etwa 70.800 Dollar sehen. Und ich habe jetzt mal ein aufsteigendes Dreieck eingezeichnet, da der Bitcoin aktuell immer wieder an der Marke von 72.000 Dollar scheitert. Und ich habe ja im letzten Bitcoin-Video gesagt, solange wir kein Bullish Crossover im Trendfolgeindikator MACD sehen, werden wir auch keinen neuen Angriff auf das Rekordhoch sehen. Und so ist es auch gekommen, denn bislang
hat der MACD noch nicht gedreht. Das scheint sich jetzt aber zu ändern. Das muss man natürlich in den nächsten Tagen abwarten. Aber wenn wir hier ein Bullish Crossover bekommen, wie das zum Beispiel Ende Januar der Fall war, dann sehe ich gute Chancen, dass wir in Kürze neue Rekordhochs beim Bitcoin sehen werden, zumal sich auch der RSI relative Stärkeindex stabilisiert hat in den letzten Wochen. Das ist auch tendenziell ein gutes Zeichen, würde ich ja auch leicht bullisch werden und das Umbalanzvolumen OBV ohnehin weiter im Aufwärtstrend. Also seit Herbst letzten Jahres können wir de facto quasi eine Aufwärtstrendlinie ziehen und das sagt uns natürlich, dass die Großanleger tendenziell beim Bitcoin weiter auf der Kaufseite unterwegs sind und das bestätigen auch die aktuellen Daten von CoinShares. Also in der Vorwoche sind hier wieder 646 Millionen Dollar in Krypto-Investment-Produkte hineingeflossen, wenngleich der ETF-Hype ein bisschen abgeebbt ist, aber immerhin sind in der Vorwoche wieder 663 Millionen Dollar in Bitcoin-Investment-Produkte hineingeflossen, während aus Ethereum Investmentprodukte 22,5 Millionen Dollar abgeflossen sind. Heißt, Bitcoin steht in der Gunst der Großanleger weiter an erster Stelle, weiter ganz vorne und das bestätigen auch andere Daten, wie zum Beispiel Jackie Moneyflow, das CMF, zuletzt wieder ins Plus gelaufen. In der Vorwoche hatte sich ja leichter Verkaufsdruck aufgebaut, aber jetzt hat sich das Ganze wieder geändert. Wir sehen hier leichten Kaufdruck und das ist natürlich ein positives Zeichen. Wenn sich diese Entwicklung weiter fortsetzt, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir bald neue Rekordhochs beim Bitcoin sehen werden, auch wenn das 50-Tage-Momentum hier noch konsolidiert. Aber wichtig wäre für den Bitcoin, dass ein Ausbruch aus dieser Formation nach oben gelingt. Dann würde ich hier sehr schnell höhere Kurse im Bereich von 75.000 76.000 Dollar und dann später auch 80.000, über 80.000 Dollar erwarten. Allerdings wird dann die Luft schon etwas dünner. Wir haben hier den Bitcoin im Wochenchart. Der Bitcoin hat sich hier sehr weit von den gleitenden Durchschnitten entfernt und im RSI auf Wochensicht haben wir eine schon recht deutlich überkaufte Situation. Allerdings ist es so, dass der MACD auf Wochensicht nach wie vor weiter steigende Kurse anzeigt und wenn wir uns das Ganze im Monatschart ansehen, ist es so, dass der Bitcoin hier noch nicht so stark überkauft ist, wie das in den Peak-Zyklen in den letzten Jahren immer der Fall war, wie zum Beispiel im 2021, Ende 2020, Anfang 2021 oder Ende 2017. In dieser Phase war der Bitcoin noch viel deutlicher überkauft, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Von daher hat der Bitcoin meiner Meinung nach noch Luft nach oben. Aber wie gesagt, wenn die Kurse dann über 80.000 Dollar steigen, dann denke ich, wird es langsam Zeit für eine Korrektur. Aber das Ganze hängt natürlich auch davon ab, wie viel Kapital noch in diese Bitcoin-ETFs fließen wird. Und hier gibt es ja positive Nachrichten aus Hongkong. Medienberichte weisen darauf hin, dass die Regulierungsbehörden schon in der nächsten Woche grünes Licht für diese Bitcoin-ETFs geben könnten. Und warum das so wichtig für den Bitcoin ist und welche Gründe noch für weiter steigende Bitcoin-Kurse und weiter steigende Nvidia-Aktienkurse sprechen, genau darüber wollte ich mit euch jetzt noch kurz vor der Kamera sprechen. Also die aktuelle Konsolidierungsphase beim Bitcoin geht wohl in den nächsten Tagen zu Ende. Der Trendfolgeindikator am MACD deutet hier ein Bullish Crossover an. Das muss man natürlich noch in den nächsten Tagen abwarten. Aber wenn wir ein solches Signal bekommen, dann würde ich davon ausgehen, dass wir relativ schnell dann einen neuen Angriff auf ein Rekordhoch sehen werden. Und wenn es der Bitcoin dann schafft, aus diesem aufsteigenden Dreieck sozusagen auszubrechen, nach oben auszubrechen, dann dürften hier sehr schnell deutlich höhere Kurse möglich sein, zumal auch weiteres Kapital aus Hongkong bzw. China winkt. Wie gesagt, die Regulierungsbehörden in Hongkong wollen womöglich schon nächste Woche grünes Licht für diese Bitcoin-ETFs geben und einige große Vermögensverwalter in China, wie zum Beispiel der Harvest Fund oder Southern Fund, haben sich bereits schon in Stellung gebracht und angedeutet, ihre Niederlassungen in Hongkong nutzen zu wollen, um
in Bitcoin-ETFs zu investieren, beziehungsweise diese Bitcoin-ETFs für Kunden freizugeben. Beide große Vermögensverwalter sitzen ja auf über 200 Milliarden Dollar an verwalteten Vermögen. Und das würde natürlich bedeuten, dass hier womöglich mehr Kapital aus Asien dann in Bitcoin-ETFs fließen wird. Und das ist so die Hoffnung, die hier mitschwingt, dass wir bald höhere Kurse beim Bitcoin sehen. Dazu kommt natürlich noch das Bitcoin Halving, das voraussichtlich am 20. April stattfinden wird. Und dadurch verringert sich das Bitcoin-Angebot quasi, das in den Markt kommt, von aktuell etwa 900 BTC auf nur noch 450 Bitcoins im Wert von etwa 30 bis 32 Millionen Dollar pro Tag, je nach Kurs. Und auf der anderen Seite haben wir Nachfrage in Höhe von 200 Millionen Dollar in etwa durch diese Bitcoin-ETF-Anbieter. Und das zeigt schon momentan das aktuelle Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, wohin die Reise womöglich gehen wird und wie es konkret mit dem Bitcoin weitergeht. Genau das besprechen wir am kommenden Samstag in unserem Crypto-Report. Dort geht es dann auch um diese Bitcoin-virtuellen Maschinen. Das ist ja eine ganz wichtige Entwicklung für den Bitcoin, die den Bitcoin auch entscheidend weiter voranbringen könnte. Mehr dazu, wie gesagt, am kommenden Samstag in unserem Crypto-Report. Kommen wir nun zur Nvidia-Aktie. Also ich habe das bereits in einem vorhergehenden Video zu KI-Coins erwähnt. Ich bin ja Nvidia-Veteran, schon seit Jahren dabei. Nvidia ist mit Abstand die größte Position in meinem privaten Aktiendepot und ich habe 2016 schon einen Vortrag zu Nvidia und auch zu Tesla an der Münchner Börse gehalten. Es ging damals um disruptive Technologien und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel auch in Bitcoin investiert bin. Denn Bitcoin ist für mich auch eine disruptive Technik, programmierbares Geld, das zugleich als digitales Gold funktioniert, weil eben unabhängig von staatlichen Einflüssen. Wir haben hier diese mathematische Begrenztheit auf 21 Millionen Einheiten. Dazu kommt eine deflationäre Komponente, wodurch Bitcoin quasi das Thema Geld neu definiert, Hard Money. Auf der anderen Seite haben wir Nvidia, ein Unternehmen, das ebenfalls disruptiv ist, denn Nvidia ermöglicht mit seiner Hardware KI-Anwendungen, die vor wenigen Jahren noch undenkbar schienen, weil einfach die Rechenleistungen schlicht und ergreifend einfach nicht vorhanden waren. Und genau das setzt eben Nvidia mit seinen Supercomputern, mit seinen Grafikbeschleunigern an. Und das ist das, was Nvidia im Moment so stark macht. Das Flaggschiff-Produkt bzw. das Arbeitstier von Nvidia ist dieser H100-KI-Chip, der momentan in Massen von den großen Tech-Konzernen wie eben Microsoft, Meta und Google gekauft wird, obwohl dieser Chip 30.000, 40.000 Dollar kostet, die Herstellungskosten übrigens nur in Anführungszeichen bei 3.000 Dollar. Und das zeigt schon, wie hoch die Gewinnmargen auf diese KI-Chips sind. Auf jeden Fall wird dieser Chip massiv nachgefragt. Die Nachfrage ist höher als das Angebot. Und das liegt daran, weil Google, Meta, Microsoft diesen KI-Chip dazu einsetzen, um diese großen Sprachmodelle zu trainieren, die quasi die Grundlage für KI-Anwendungen wie ChatGPT sind. Daneben hat Nvidia noch einen weiteren großen Vorteil, nämlich es gibt weltweit über 4,7 Millionen CUDA-Entwickler. Und CUDA, das ist die Computing-Plattform von Nvidia, die Entwickler dafür einsetzen, um zum Beispiel komplexe 3D-Bilder zu rendern oder andere rechenintensive Aufgaben zu erledigen. Vor wenigen Wochen hat Nvidia dann nochmal nachgelegt mit Blackwell, einen neuen Super-KI-Chip vorgestellt, quasi den Nachfolger für seine erfolgreiche Hopperei. Und dieser Blackwell-Chip ist speziell für Rechenzentren konzipiert, um diese großen Sprachmodelle zu trainieren. Jetzt ist es so, dass dieser Blackwell-Chip wesentlich leistungsfähiger ist und gleichzeitig deutlich weniger Energie verbraucht. Und damit möchte quasi Nvidia neue Maßstäbe setzen, sich technisch weiter absetzen von der Konkurrenz in Form von Advanced Micro Devices und auch Intel. Mehr zur Nvidia-Aktie dann auch am kommenden Samstag, denn ganz wichtig an dieser Stelle, wir geben am Samstag nicht nur unseren traditionellen Krypto-Report aus, sondern auch ein Special, eine Analyse zur Nvidia-Aktie. Und wenn euch dieses Thema interessiert, dann meldet euch einfach unter crypto-report.de an, dann seid ihr am kommenden Samstag mit dabei. Die technische Überlegenheit von Nvidia dürfte derzeit kaum angreifbar sein und das ist auch mit ein Grund, warum Analysten nach wie vor sehr optimistisch für Nvidia sind und hier teilweise Kursziele
reichen von etwa 1600 Dollar, durchschnittliches Kursziel bei 1165 Dollar. Also die Analysten sind ja sehr, sehr optimistisch, dass wir bald Kurse von über 1000 Dollar für die Nvidia-Aktie sehen. Und das, obwohl Nvidia in den letzten 12 Monaten auch schon unglaublich stark gestiegen ist. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also Bitcoin als auch die Nvidia-Aktie sind zwei herausragende Assets, die man meiner Meinung nach im Depot halten sollte. Bei Bitcoin ist es so, dass in den nächsten Jahren weiteres institutionelles Kapital zu erwarten ist, während sich auf der anderen Seite das Angebot weiter verknappen wird. Vor allem aus Asien könnte in den nächsten Monaten weiteres Kapital in den Bitcoin-Markt fließen, wobei man bedenken sollte, dass dieser Kapitalzufluss voraussichtlich nicht so hoch sein wird, wie das zum Beispiel jetzt in den USA der Fall sein wird. Hier bleibt noch abzuwarten, ob die Regulierungsbehörden in Hongkong grünes Licht für diese Bitcoin-ETFs geben. Auf der anderen Seite Nvidia, hier wird die Nachfrage nach diesen KI-Chips von Seiten Microsoft, Google und Co. auch nicht so schnell abreißen. Und zwar deswegen, weil diese KI-Chips essentiell für das Trainieren dieser großen Sprachmodelle unbedingt notwendig sind. Und von daher wird meiner Meinung nach die entscheidende Frage sein, ob es Nvidia wie Apple damals gelingen wird, ein Softwaregeschäft rund um seine Hardware aufzubauen. Apple hat ja im Jahr 2007, 2008 sein iPhone auf den Markt gebracht und damit zunächst sich im Hardware-Bereich engagiert oder etablieren können und dann hinterher mit dem App Store über die Software-Seite quasi eine Art Wallet Garden geschaffen, der dem Unternehmen dann stetige Einnahmen beschert hat. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch Nvidia gelingen wird. Nvidia momentan auf dem Weg zu einer Plattformfirma sozusagen. Und daher denke ich, dass jegliche Kursschwäche in beiden Assets Kaufchancen sind. Aber wie gesagt, das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann interessiert mich eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Bitcoin, Nvidia-Aktie, für euch beides ein Muss im Depot oder setzt ihr vielleicht nur auf ein Asset? Wie seht ihr die Zukunft? Glaubt ihr, dass beide Assets auch in Zukunft gut performen werden oder seht ihr eher andere Werte vorne? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus diesem Video. Ansonsten könnt ihr gerne ein Abo dalassen und meinen Kanal weiterempfehlen. Darüber würde ich mich ganz besonders freuen. Im nächsten Video, in der nächsten Woche, geht es dann weiter mit Ethereum. Hier steht ja das nächste Upgrade mit Elektra vor der Tür. Und Ethereum-Forscher haben hier einen Vorschlag gemacht, um die Coin-Inflation weiter zu reduzieren. Das würde natürlich Ethereum weiter verknappen. Mehr dazu dann am kommenden Dienstag. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schon einmal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video.